Als Amerikas längsten Krieg bezeichnet US-Präsident Joe Biden den Konflikt in Afghanistan. Kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 haben die USA gemeinsam mit internationalen Verbündeten das Land angegriffen. Heute, zwei Jahrzehnte später, sind noch immer 10.000 internationale Soldatinnen und Soldaten dort stationiert, darunter auch 16 Österreicher und 2.500 Amerikaner. Damit soll es jetzt vorbei sein. Die NATO wird am 1. Mai offiziell mit ihrem Abzug aus Afghanistan beginnen. Das Militärbündnis reagiert auf einen Vorstoß aus Washington. In Washington tritt Joe Biden exakt dort vor die Kamera, wo sein Vorgänger Bush nach dem Anschlag am 11. September 2001 gestanden ist. We were attacked. Wir sind angegriffen worden. Wir haben den Krieg mit klaren Zielen begonnen und die haben wir erreicht. Bin Laden ist tot, Al-Qaida stark geschwächt. Es ist Zeit, diesen ewigen Krieg zu beenden. Biden will nicht der fünfte Präsident sein, der Krieg in Afghanistan führt und beginnt am 1. Mai mit dem Truppenabzug. Doch ein Ende wollte auch sein Vorgänger. Doha am 29. Februar 2020. Die Trump-Regierung feiert nach einjährigen Verhandlungen mit den Taliban ein Abkommen, das den Beginn des Friedens markieren soll und den Abzug amerikanischer Truppen. Nach 20 Jahren Krieg steht fest, ohne Taliban, die zuvor diplomatisch geächtet waren, gibt es keine Friedensverhandlungen für Afghanistan. Unter der neuen Regierung Biden sollen die Friedensgespräche weitergehen in Istanbul. In Afghanistan geht die Gewalt weiter. Auch die Präsenz internationaler Truppen ändert daran nichts. Ende März überraschender Besuch von Verteidigungsminister Lloyd Austin in Afghanistan. In einem durchgesickerten Brief der neuen amerikanischen Regierung wird deutlich, dass die USA nicht die Taliban, sondern Präsident Ashraf Ghani beschuldigen, den Friedensprozess abzuwürgen. Die Sorge der Kabuler Machtelite ist groß, sich ohne die US- und NATO-Truppen nicht lange an der Macht halten zu können. Bei einem Abzug könnten sich Billionen von Dollar Investitionen und 20 Jahre einer Nationsbildung nach westlichem Muster wieder in Luft auflösen. Nicht zu reden vom Verlust tausender Menschenleben, die dieser Krieg gekostet hat. Nach Beratungen mit unseren Verbündeten und Partnern, unseren obersten Militärs und Geheimdiensten, den Diplomaten, unseren Entwicklungsexperten, dem Kongress und dem Vizepräsidenten, habe ich mich entschieden, Amerikas längsten Krieg zu beenden. Es wird Zeit für die amerikanischen Soldaten nach Hause zu kommen. Kabul am zweiten Tag des Ramadan. Der Muezzin ruft von der Blauen Moschee. In der afghanischen Hauptstadt ist zu hören: Müdigkeit über den endlos langen Krieg und Hoffnung auf endlich Frieden.